rasenden Ambiente des Novomatic Forums fand zum vierten Mal die Ausstellung Masterpiece Collection statt. Unter dem Motto wertvolle Manufakturen, feine Maßarbeit und gelebte Tradition waren unter anderem auch Schaustücke der Wien Products zu sehen. Zum Beispiel handgefertigte Maßhemden eines Wiener Innenstadt-Traditionsunternehmens. Es gibt tolle Streifen, tolle Karos, verrückte Drucke, die jedem Hemd seine Individualität geben. Worauf wir wahnsinnig viel Wert legen, ist, dass wir diese Stoffe auch perfekt verarbeiten. Das heißt, zum Beispiel der Übergang zwischen dem Sattel und dem Ärmel muss ganz exakt passen. Jeder Streifen geht von einem Streifen in den anderen über. Es waren noch weitere Wien Products Schaustücke zu sehen. Traditionelles Augartenporzellan, wertvolle Silberschmiedeprodukte, Klaviere von Weltruf. Modische und hochwertige Ledertaschen, avantgardistische Brillenmode, bis hin zu Kunsthandwerkstücken aus Zinn. Wir gießen Gegenstände aus Zinn. Und zwar alles, was uns einfällt, von Schlüsselanhängern, Buchstützen, Spiegelrahmen. Alles, was man aus Zinn machen kann, versuchen wir auch zu machen. Wir lassen uns ständig neue Dinge einfallen, arbeiten auch mit externen Designern, mit Wiener Designern zusammen, um dem alten Material neue Formen zu geben, Formen, die es noch nie gesehen hat. Darüber hinaus konnte man in der Schauwerkstatt der Plattform Wiener Kunsthandwerk Berufe live erleben, die derzeit eine Renaissance feiern. Bei dieser Ausstellung hier sind 11 Vertreter von Kunsthandwerksbetrieben hier, wo es also darum geht, traditionelles Handwerk zu zeigen, dass es das noch gibt, dass es lebt, dass es durchaus in moderner Form auch wiedergegeben werden kann. Und hier sieht man lauter Besonderheiten. Es geht nicht nur um die Anschaffung von neuen Produkten, sondern auch um Nachhaltigkeit und den Erhalt alter, teils wertvoller Gegenstände. Man sieht es auch bei der Nachfrage von den Kunden, dass also anstatt zu ersetzen, wird repariert. Und wenn ich alte oder traditionelle Dinge ordentlich repariert haben möchte, dann brauche ich natürlich einen Handwerker, der auch das traditionelle Handwerk beherrscht. Dass damit auch die Wiener Wirtschaft belebt wird und neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt entstehen, ist ein wesentliches Anliegen der Spartenobfrau des Wiener Gewerbes und Handwerks. Hinter jedem diesem Handwerk steht auch eine Ausbildung zu diesem Handwerk. Und es ist natürlich unser größtes Anliegen, Ausbildungsformen zu erhalten, Ausbildungsformen weiterzuentwickeln, dieses Know-how an Jugendliche weiterzugeben. Das heißt, es ist ein großes, breites Spielfeld, das wir hiermit abdecken können, indem wir es wieder bekannt machen.